Moin, hier ist der Peter, euer Stuckateur, bei mir zu Hause in der Küche, an meinem Lieblingsgerät. Ja? Das Kaffee ist gerade durchgelaufen. Ja? So, ich habe noch ein Video gemacht über die Wand, wie man eine Wand gerade verputzt, wenn man Putzleisten stehen hat. Ja? Da habe ich sehr viel erklärt, wie man eine Wand gerade verputzt. Da habe ich echt viel reingepackt, mein ganzes Herzblut. Ja? Und da habe ich es alles auf viel auf Deutsch erzählt, ja, damit die Leute auch in Belgien und in Neuseeland mich verstehen. Das Kölsche bleibt weiterhin, okay? Jetzt trinke ich hier mein leckeres Heißgetränk und sage euch viel Spaß bei dem Video. Abonniert den Kanal, teilt um die Welt, ganz einfach. Und wenn ihr Fragen habt, einfach unten drunter und ich gebe mir Mühe, die Sachen so gut wie geht zu beantworten. Guten Morgen, ein Tag ist rum. Ich habe ja erklärt, wie ich die Putzbahn gesetzt habe. Wenn man keinen Tag Zeit hat für eine Wand, könnte man solche Bahnen mit, zum Beispiel, wenn man das mit Gips macht, das sind nur Beispiele, ne? Wenn man das mit Gips macht, könnte man zum Beispiel den Rotband, da macht man wirklich dementsprechend Mengen an für eine Bahn, Rotband mit Stuckgips mischen. Natürlich muss man sich dann dementsprechend beeilen, weil der Stuckgips beschleunigt den Abbindevorgang. Das bedeutet, damit diese Putzleiste dann hart ist, damit man darauf abziehen kann. Ich habe hier etwas mehr zu machen auf dieser Baustelle. Ich drehe mich mal und deswegen bereite ich solche Sachen zwischendurch mal vor. Und ja, man kann sehen hier, das ist ein bisschen weiß geworden, das heißt, er ist ein bisschen trocken geworden. Oder über Nacht konnte der Rotband die Putzleiste schöne härten. Ja, ich habe hier alles vorbereitet. Ein Kübel, 9-Liter-Kübel, sauberes Leitungswasser, kein warmes, kein dreckiges. Das beeinträchtigt den Abbindevorgang. Ja, meistens ist zu warmes Wasser oder dreckiges Wasser beschleunigt den Abbindevorgang bei Rotband. Ja. Noch ein Eimer daneben mit Wasser. Da passen jetzt bei dem Kübel 2,5 bis 3 Sack Rotband a 30 Kilo ungefähr rein. Ja, und das müsste dann für diese Fläche reichen. Ich muss hier auch noch was beiputzen hier. Das ist jetzt nicht die Welt. Aber da stelle ich euch auf das Stativ, damit ihr noch sehen könnt, wie so eine Wand am Schluss gerade ist. Dann halte ich nochmal die Wasserwaage rechts und links dran. Dann könnt ihr sehen, dass wenn ihr so eine Wand macht, auch gerade verputzt. Natürlich ist das jetzt eine Variante. Eine Wand zeige ich euch jetzt. Boah, wie lange braucht er dafür? Bla bla blub. Ne? Wenn ich jetzt mehrere Putzleisten gesetzt hätte, einen Tag schöne Vorbereitung, also schöne Vorarbeit, dann kann ich natürlich auch, hier brauche ich ja nur auftragen und gerade abziehen.
Ne? Und dann kommt es drauf an, was wollt ihr danach drauf machen? Kommt da Fliesen drauf? Kommt da Farbe drauf? Kommt da Tapete drauf? Dementsprechend müsst ihr die Oberfläche herstellen. Ja, das dauert alles zu lange. Deswegen ist ja auch Bau, Verputzen oder gewisse Sachen so individuell. Ich zeige euch hier nur, wie eine Wand gerade erstellt, verputzt wird. Also gerade verputzt wird mit meinen Putzleisten. Ja, so wie ich das mache. Andere vielleicht auch. Okay? Mehr ist das nicht. Seht ihr den Berg Gips? Wie gesagt, mit den Mörtelmengen macht das vorsichtig. Ich weiß jetzt ungefähr, wie viel Wasser da reinkommt. Steht auch, glaube ich, auf fast jedem Sack drauf, wie viel Wasser der benötigt. Ja? Das lasse ich jetzt erstmal auch eine Minute sumpfen, den Rotband, ja? Im Wasser. Dann kann der unten drunter sich schon mal mit Wasser vollsaugen. Das heißt, das habe ich dann mit dem Rühren ein bisschen leichter. Kippe ich das rein, rühre direkt rum, ja, geht auch, ne? Aber man kann es sich auch einfacher machen, okay? Jetzt gesehen beim Rühren, wie gesagt, das ist auch Rohbau. Ne? Wenn ihr Flächen habt, die ihr ja, abdecken müsst, also wie gesagt, putzen ist ein Drecksjob. Es ist halt so, macht die Hände dreckig, kann auch Handschuhe anziehen, ist ja, muss jeder selber wissen. Habt dann fertigen Boden, deckt den gut ab mit Milchstücken, Papier und Malerflies, was auch immer, wo ihr meint, damit fahrt ihr sicher und fertig. Ja, klumpenfrei angerührt, die Masse, also die Konsistenz, die mache ich an, wie ich sie brauche. Das ist eine normale Schießstärke. Würde ich etwas dicker verputzen müssen, hätte ich den vielleicht ein bisschen dicker angemacht oder müsste ich dünner verputzen, hätte ich vielleicht ein bisschen dünner. Kommt immer drauf an. Wie gesagt, der das nicht so oft macht, muss irgendwann wissen, wie er die Konsistenz des Mörtels herstellt. Das kann man nicht pauschal, kann man das sagen. Okay? Ja. Kelle, hier in Kölle sagt man Sporn. Moment. Kelle, Glättsporn, der Kölner sagt Truffelsporn. Und jetzt trage ich das Ganze mal auf. Und das kann ich schmeißen, das kann ich auftragen, wie ich lustig bin. Ich trage es heute auf, weil ich da Bock drauf habe. Ein Move von mir zeige ich nur. So, ich habe hier noch eine Kleinigkeit beizuputzen.
mache ich erstmal den Kübel leer und dann ziehe ich es ab. Das ist wie gesagt alles mit Ruhe. Rechts und links habe ich ja die Schienen gesetzt, da passt 1,50 Meter eine Abziehlatte, Schmiege, Richtlatte, was auch immer, was ihr benutzt zum Abziehen, passt da rein. Ich ziehe es oben an, nimm den Gletschborn mit, ziehe oben ab und ich muss ja nur gerade abziehen, ja? Weil ich ja die Putzbahn gesetzt habe. Mehr muss ich nicht machen. So, jetzt nehme ich euch mal da vorne mit an die Tür und versuche ein bisschen was zu erklären beim Abziehen, wie man die Abziehlatte hält und das war's. Man kann die Putzbahnen, die zwei dunklen Streifen, kann man erkennen. Darauf ziehe ich ab. Moment. Das habe ich in einem anderen Video schon erklärt, dass am Anfang der Mörtel verteilt wird, wenn man die Richtlatte so hält. Ja? Und wenn der ein bisschen, sag mal nach 20 Minuten, Pi mal Daumen, kommt immer auf die eure Wand an. Nach einer gewissen Zeit, 20 Minuten circa, dann hält man, wenn man dann nochmal abzieht, dann hält man die Schmiege so. Dann zieht man so an der Wand ab. Ja, und das auch alles mit Gefühl, das kann man schlecht über die Mattscheibe hier übertragen. Aber, da sich auch so eine Schmiege biegen kann, wenn man die so die ganze Zeit abzieht. Und wenn man so an der Wandfläche ist, also die ist ja so starr, die kann sich so nicht biegen. Okay? Ich hoffe, das ist gut erklärt. So, jetzt steht ihr etwas näher. Wie gesagt, das kann ich von, weil hier ist nicht so viel Platz. Da ist eine Wand im Weg, sonst hätte ich euch da vorne hingestellt. Ne? Die ist jetzt verteilt. Ich ziehe an den Putzleisten jetzt vorsichtig so nach oben ab. Und ich kann jetzt nichts falsch machen, ob ich jetzt zu weit nach links oder zu weit nach rechts halte. Das habe ich ja vorher mir ausgemessen, wie breit die Putzbahnen auseinander sein müssen. Habe ich jetzt eine Metersschmiege oder eine 2-Meter-Schmiege, kann ich dementsprechend die Putzbahnen mehr zusammen oder mehr auseinander machen. Ja? Genau, ich fange jetzt an, mache jetzt einfach weiter. Und guckt, dass ihr wirklich für eine Wand, wenn der eine Kübel, volle Kübel nicht reicht, direkt im Nachgang sofort einen neuen anmachen und nicht nachher hier nochmal, zum Beispiel ihr braucht jetzt einen 15 mm Putzauftrag, macht erstmal einen Zentimeter, lasst das hart werden, ist aber noch nass und dann putzt ihr einfach nochmal drüber, nee, funktioniert nicht, ja, ist absolut falsch. In einem am besten. Ja? Oder ihr müsst das wirklich trocknen lassen, vielleicht aufkämmen, wieder grundieren und dann drüber. Wie gesagt, funktioniert nicht. Ja? So, jetzt habe ich das da eben so mit der Schmiege abgezogen. Und jetzt ziehe ich wirklich so, gehe ich auf die
auf meine Putzleisten gehe ich so drauf, vorsichtig, schiebe das hoch, das überschüssige Material. Und dann ist die Wand schon eigentlich fast perfekt, aber da muss man so circa 20 bis 30 Minuten warten, kommt auf das Saugverhalten an, das Abbinden. Wie gesagt, da muss man jetzt dranbleiben und dann wird das schon später alles gerade. Ne? Also jetzt kann ich nichts mehr falsch machen. Man nennt das ja abziehen und nicht draufziehen. So, jetzt stelle ich euch wieder da vorne hin. So, jetzt habe ich den Kübel leer verarbeitet. Ne? Da die Stelle noch beigeputzt. Ich hatte noch 5-6 Druffeln hier drin. Da habe ich da in ein paar Schlitzen verarbeitet, damit auch nicht alles weggeschmissen wird. Ne? Natürlich danach wirklich direkt den Kübel, die Bild sauber machen, die Schmiege mal, das Werkzeug hier. Das Wasser kippe ich nachher in den Eimer, weil wenn ich jetzt nochmal eine Bild anmachen muss oder einen Kübel, nehme ich natürlich wieder sauberes Leitungswasser. Ja? Also ich brauche das Wasser noch zwischendurch für die Kartätsche, für die Schmiege sauber machen. Deswegen sieht das im Moment so aus. Dann kippe ich ganz am Schluss, kippe ich das hier schön in den Eimer. Und dann kann ich mit diesem Wasser, kann ich das Werkzeug immer oder den Quirl mal sauber machen. Ja? Und wenn ihr wisst, bitte arbeite auch ein bisschen sauber, ne? Als kleiner Pizzadreck, so ist normal. Gut. Der ist noch weich, also das kann man jetzt schlecht erklären, wie abgebunden der sein muss, um den jetzt nochmal nachträglich zu bearbeiten. Das müsst ihr jetzt im Auge behalten. Wenn er sich sehr stark noch bewegen lässt oder sehr noch matschig ist, immer noch mal, ne, esst schon mal Butterbrot oder macht irgendwas anderes. Aber wenn er nicht mehr so beweglich ist, aber man kann dann noch so mit den Händen einen leichten Streifen machen, das ist ein bisschen Konsistenz etwas fester geworden. Dann geht man mit der Schmiege nochmal dran vorbei, zeige ich aber. So, jetzt seht ihr mich nochmal aus der Nähe und die Wand, ne? Jetzt ist der nicht mehr so pappig und so pampig. Jetzt kann man den wirklich so, ja, kann man leicht erklären. Das ist drückt lässig, ist nicht mehr so, okay? So, jetzt gehe ich mit der Schmiege wirklich mal zeigen, so entlang. Nicht mehr so, weil dann kann die hier durchgedrückt werden und dann baue ich mir hier, übertrieben gesehen, ein Loch ein, ja? Das habe ich eben schon mal versucht zu erklären. Und jetzt muss ich einfach hier über die Putzleisten, die ich hier eingebaut habe, ja, man sieht die dahinter, und jetzt ziehe ich einfach nur gerade ab. Ja, das mache ich mit einer Hand. Da kann man sehen, da wird dann noch was abgeschabt. Ja. Und dann ist das gerade. Dieser Bereich, na, guck, wie cool ich bin, quatschen und abziehen. So, und dieser Bereich wäre dann danach optimal für ein, wenn der gerade abgezogen ist jetzt, ne, optimal für einen Fliesenbelag. Guckt, dass die so große Löcher zu sind, weil wenn mir Fliesen legt, auf dieser Wand wird dann meistens abgedichtet und wenn da so Löcher sind, die sollten schon zu sein. Einfach nur nicht abfilzen und glätten. Und dann irgendeine Abdichtung drauf. Fliesen macht das nicht. Lasst ihn so stehen, abgezogen stehen. Das war's. Wollt ihr die Fläche glatt haben, wieder zieht das ab. Wartet wieder 10, 15 Minuten. Geht mit so einem Flieger vorbei. Filzt das ab.
und glättet das Ganze so, wie ihr die Oberfläche braucht. Braucht ihr es noch feiner, spachtelt das oder. Ne? Also das ist jetzt nur, wie gesagt, diese Wand ist zu Demonstrationszwecken nur, wie ich eine Wand gerade verputze. Wie ich die später glatt mache, habe ich glaube ich, wie soll ich das erklären, Filzen und so, wer schon mit Rotband gearbeitet hat, müsst ihr ein anderes Video gucken, da kann ich jetzt schlecht zeigen, ja. So, ich ziehe das jetzt erstmal ab. Das überschüssige Material baue ich drüben auf ein paar Schlitze ein. So, da bin ich wieder. Leiter davor. So, habe ich jetzt abgezogen. Wenn ich dann mal so vorbeigehe, ne, wirklich mit Gefühl, ja, weil ganz oben ist noch ein bisschen, war noch ein bisschen zu dick, und dann geht man dann mit Gefühl, schabt man oder ja, zieht man das Ganze vorsichtig ab, damit da kein Loch entsteht. Ja. Jetzt mache ich noch die ganzen kleinen, Moment, jetzt mache ich noch die ganzen kleinen Löschelchen zu. Mit meinem Gletschborn und mit dem Flieger oder Schmetterling und wieder warten und ja, danach tue ich nochmal einmal nachglätten, weil meine Beschichtung ist, die braucht auch keine Löcher. Da kommt nachher diese Betonspachtel von Mikrozement, Sandeko Mikrozement, kommt dann später hier das komplette Badezimmer. Da vorne an dem Profil, das mache ich nachher sauber und dann einen Kellenschnitt. Ob jetzt mit der Kelle ist oder mit dem Stuckeisen oder. Dann schneide ich nachher im frischen Zustand, mache ich dann noch einen Kellenschnitt rein, damit sich das alles bewegen kann. Da kommt ja noch eine Gipskartonplatte drauf. Ja? So, ich muss oben weitermachen.
zwischendurch das Werkzeug sauber machen. Wieder an der Wand. Schmiegel ist sauber. Und jetzt wirklich lässt er sich hier wirklich so ganz leicht, also minimalistisch hier. So sieht das dann ganz aus. Ne? Jetzt gehe ich nochmal wirklich, weil ich bin eben mit dem Schmetterling, mit dem Flieger nochmal drüber gegangen. Und jetzt gehe ich wirklich ganz vorsichtig einfach mit der Schmiegel nochmal gerade. Nicht schräg, gerade dran gehen, ganz vorsichtig mit Gefühl. Jeden kleinsten Hubbel zieht man sich jetzt hier raus. Und dann mache ich das nachher, wenn er noch so eine Viertelstunde, 20 Minuten abgebunden hat, dann mache ich den nochmal mit dem Jetsporn ein bisschen glatt. Ja, so sieht das Ganze aus. So, ich habe so. Wie Sie sehen, liegt überall an. Das ist auf jeden Fall gerade. Na? Und so müsste es eigentlich auch gerade sein. Seht ihr das? Liegt überall an. Und das holt man jetzt so, den kleinsten Hubbel holt man jetzt hier raus. Und dann ist das für zum Fliesenlegen, ist das der allerbeste Untergrund. Ja? So kriegt man eine Wand wirklich gerade, richtig gerade. Aber ihr seht, an der Schmiege, also an der Kartätsche, bleibt noch ein bisschen was hängen. Seht ihr das? Das heißt, das ist noch nicht 100%. Ne? Also wird das echt, da holt ihr das Beste raus, was geht. Also besser kriegt man eine Wand nicht gerade, wirklich fast zu 100%. Gut, 100% kriegst du sowieso nicht hin, weil auf dem Bau sind Toleranzen erlaubt. Und ich sag mal 98, 99%. Aber es bedarf auch an Zeit, wenn man sowas macht. Ne? Wenn du hier auf Quadratmeter, wenn du so eine Wand dann haben willst, dann kostet die auch, wenn Handwerker kommt. Ne? Aber dann hast du sie perfekt und fertig. Und da freut sich auch der Fliesenleger, wenn er so eine Wand sieht, kommt er hin, der weiß, alles klar, grundieren, einen Strich und dann dementsprechend, was nötig ist, abdichten, Fliesen, bla bla blub. Ja, wisst ihr Bescheid. Dann ist er. Und es kommt immer darauf an, weil hier kommt eine ziemlich flache Duschtasse hin. Das ist jetzt hier nicht der Fall, jetzt ist es was anderes, das ist eine andere Klemme. Aber wenn zum Beispiel abgedichtet werden muss vorher, ne? Also wie gesagt, habt ihr gesehen, solange der Mörtel noch formbar ist, so kann man das erklären, ja? Plastisch, aber schon ein bisschen abgebunden, aber immer noch plastisch, dass man da unten schön bis unten hin zuputzen kann. Da muss man drauf achten, wie gesagt, wenn jetzt ihr noch Trockenbau oder nur Putz, dass das alles schön geschlossen ist für euren nächsten Schritt. Wird da abgedichtet, wird da noch gespachtelt, was weiß ich, was da für eine Beschichtung kommt. Ja? Das sind nur mal noch so kleine Tipps und Tricks, was ich euch noch mitgeben kann. Ne? So, jetzt, wie ihr seht, guck mal hier auf der Schmiege, oben muss ich noch ein bisschen abziehen und stelle ich euch wieder vorne drauf. Könnt ihr ein bisschen zugucken, seht aber die schöne Rückseite. Ist fertig. Ey, schöner Schatten, ey. Ist das, keine Bucht, das sind die Handschuhe, das sind Handschuhe. Ihr seht, die Putzbahnen, die sind ja schon gestern gemacht worden und ja, jetzt mache ich das hier noch weg, was ich ja gesagt habe. Ja. Für den Kellenschnitt. Und jetzt lege ich mal die Wasserwaage dran und dann könnt ihr mal sehen, wie top das ist. Wirklich, es macht echt Freude. Guckt mal, liegt hier überall an, oben und unten. Und es müsste, ja,
in der Waage sein. Jetzt mache ich sogar noch was. Ja? Jetzt lege ich sie sogar diagonal drauf und die liegt auch überall an. Ja? Und einmal drehe ich sie sogar noch mal für euch. Ja? Die liegt ihr überall an. Und das macht dann echt Spaß, wenn, dann auf, wenn wirklich alles im Lot ist, alles gerade und ein Top-Untergrund. Okay? Und so stellt ihr, wenn ihr da Bock drauf habt, stellt ihr einen Top-Untergrund her. Das ist mein Geschenk an euch, damit so eine Technik oder so ein Vorhaben nicht untergeht, weil viele alte Leute sterben, die sowas können. Und wenn das nicht weitergegeben wird, ja, ist das weg, ne, wie man sowas macht. Das finde ich immer schade. Okay? Das war's. Wenn ihr die Möglichkeit habt, ich habe das jetzt nur wegen dem Filmen, wegen dem Licht, ja, macht euch vielleicht auch ein Streiflicht. Kommt drauf an, was ihr für eine Oberfläche haben wollt. Wo wollte ich eigentlich drauf hinaus? Die Putzschienen, diese dunklen Streifen, ne? Das sind ja meine Putzbahnen, die habe ich gesetzt. Die können jetzt drinnen bleiben. Nehme ich diese verzinkten Schienen, 6 mm, 1 mm stark, die muss ich, wenn hier im Badezimmer, wenn die hier eingebaut werden, die muss ich dann wieder ausbauen und dann diesen Streifen wieder beiputzen. Ja? Oder ich nehme Edelstahlschienen, die können drinnen bleiben, aber die kosten auch dementsprechend. Ja? Deswegen mache ich das mit meinen Putzleisten, mache ich das immer so. Dementsprechend, ob ich jetzt mit Rotband verputze, mache ich Rotbandputzleisten. Verputze ich jetzt mit Zement oder Leichtputz, dementsprechend auch mit dem gleichen Material meine Putzleisten. Ja? Und wie gesagt, dann hat man gespart, dass man die verzinkten Putzleisten wieder ausbauen muss und beiputzen muss. Ja? Also diese Tipps, die ich jetzt gegeben habe, ne, sind ultimativ. Es ist ultimativ. Also besser geht es nicht. Das habe ich von meinen alten Gesellen gelernt. Vor 25 Jahren haben die mir das schon gezeigt und beigebracht. Wird selten praktiziert. Die meisten setzen Putzleisten. Ist nicht verkehrt. Wenn man damit zurechtkommt, soll man die benutzen. Aber im Badezimmerbereich zum Beispiel soll man die wieder ausbauen später. Weil die können, also verzinkte können rosten und Edelstahlschienen natürlich nicht. Ne? Muss man abwägen. Vielleicht ist das eine Methode für euch oder lieber die Schienen. Wenn ihr die Schienen setzt, tut mir einen Gefallen oder euch einen Gefallen, macht nicht nur Punkte, weil die sind auch, wenn man abzieht und zu feste drückt, dann kann da, wo kein Punkt ist, kann man das reindrücken. Ja, also wenn ihr die setzt, setzt die vollflächig und dann die Schiene rein, dann habt ihr hinter der Schiene auch immer schön Pack an, wenn ihr nicht so geübt seid, ja, mit dem Abziehen. Ja, ich wüsste das jetzt, dass ich vorsichtig dann so abziehe, aber wie gesagt, ich mache es ja immer so, also das ist ja für mich kein Problem. Bisschen anstrengend, aber sehr. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, liken, verteilen, wirklich. Tut mich abonnieren, dass die anderen Leute mich auch abonnieren. Das muss Vigajon, ja. Jetzt am Schluss spreche ich ein bisschen Kölsch. Ich muss noch ein bisschen Hochdeutsch sprechen. Also, liked das Video, abonniert das meinen Kanal. Teilt das auf der ganzen Welt. Ich hoffe, diesmal kann man das erkennen mit dem Untertitel, weil, wie gesagt, Neuseeland oder Belgien, die verstehen, dass wenn ich Kölsch spreche, der Untertitel kommt da irgendwas raus, was die dann von Deutsch aufs Englische oder was weiß ich, in denen ihre Sprache nicht übersetzen können. Ja? Ich spreche sehr gerne Kölsch, das mache ich auch weiterhin, aber dieses Video, ich hoffe, das geht einmal um die Welt. Ja? Da könnt ihr mir überhelfen, indem ihr das teilt, dass die anderen das abonnieren und ja, vielleicht ist das ja wieder die alte Putzmanier, also die alten Techniken, kommen die wieder nach vorne, um wirklich erste Sahne Arbeit abzuliefern. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, ich drehe weiter und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, bis dann. Ciao. Cause I've been living life right, like I could just die.